Ein herzliches Grüß Gott zur Servus Tirol Woche. Ein altes Rezept aus meiner Heimat, aus Tirol, ist die Brennsuppe, die früher die Holzknechte als Stärkung gegessen haben. Ich präsentiere euch heute eine leichtere Version mit Graukäsnockerl und Kümmelspeckstangerl. Speckstangerl bereitet Christoph aus den angegebenen Zutaten einen Germteig zu. Und knetet diesen 5 bis 7 Minuten. Dann lässt er ihn zugedeckt an einem warmen Ort ungefähr 30 Minuten gehen, bis sich das Volumen verdoppelt hat. Teilt Christoph den Teig in 80 Gramm Stücke auf und schleift ihn zu Kugeln. Diese lassen wir noch einmal 10 Minuten gehen und rollen sie dann länglich aus. Nun legen wir 1 bis 2 Scheiben dünnen Schinkenspeck drauf und rollen den Teig seitlich auf. Schneiden wir die Rolle der Länge nach mit einer Schere ein und drücken die so entstandenen Spitzen abwechselnd nach links und rechts. Die Stangerl kräftig mit Wasser besprühen und nach Belieben bestreuen. Im vorgeheizten Ofen mit viel Dampf bei 210 Grad Heißluft ca. 15 Minuten backen. Erhitzt Christoph Butter, Schmalz und Mehl in einer Kaserole zu einer dunkelbraunen Einbrenn und löscht diese mit Weißwein und Essig ab. Dann gießt er die Brühe und das Obers auf. Kräftig würzen und bei niedriger Hitze ca. 20 Minuten köcheln lassen. Schluss pürieren. Wer den würzigen Graukäse aus Tirol nicht mag, der kann natürlich auch einen anderen Käse verwenden. Bergkäse zum Beispiel. Graukäsenockerl schneidet Christoph Schnittlauch und Petersilie fein und mischt diese mit Graukäse und Topfen ab. Die Graukäsenockerl kommen erst kurz vor dem Servieren in die heiße Suppe. Wir genießen sie mit unserem knusprigen Speckstangerl.